Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Bookopolis. Und heute habe ich mal wieder eine Rezension für euch und zwar eine ganz besondere, denn heute geht es um Die Lügendiebin von Saskia Lewis aus dem Überreuter Verlag. Mich hat das Cover hier zuallererst angesprochen, das muss ich euch sagen, und dann hatte ich den Klappentext durchgelesen, beziehungsweise mir ist ein Missgeschick passiert. Ich habe mir so die Vorschau für die nächsten Monate angeschaut und habe gesehen, dass im Überreuter Verlag Die Lügenkönigin erscheint. Und das hat mich super angesprochen. Ich habe das Cover gesehen und habe gedacht, ey, das sieht richtig cool aus, und habe einfach mal den Überreuter Verlag angeschrieben, ob sie mir doch das Rezensionsexemplar zuschicken würden. Ja, dabei habe ich dann in Erfahrung gebracht, dass Die Lügendiebin der erste Band zu der Reihe ist und dass Die Lügenkönigin der zweite Band ist. Also habe ich dann gefragt, ob sie mir vielleicht dann lieber den ersten Band zuschicken würden, und der zweite Band soll ja erst noch erscheinen. Also haben sie mir den zweiten Band zugeschickt und danke dafür, wirklich. Ich habe mich super gefreut, und bevor ich den dann angefragt habe, den ersten Band, habe ich mir dann natürlich den Klappentext durchgelesen und habe gedacht, ja genau, das klingt super interessant, das könnte ein Buch sein, das mir gefällt. Und dann habe ich das zugeschickt bekommen und dann stand das ein paar Tage im Regal, weil ich ein paar meiner Currently Readings beendet habe. Und dann habe ich gedacht, ich habe Lust auf ein neues Buch, ich habe Lust auf eine Fantasy-Jugendbuchgeschichte, und habe gedacht, na dann greife ich doch einfach mal zu Die Lügendiebin. Und es war absolut kein Fehler. Ich habe dieses Buch in 2 oder 3 Tagen durchgesuchtet. Also ich habe in jeder freien Minute gelesen. Und Wahnsinn, das war eins von diesen Büchern, wo man die ersten Seiten aufschlägt und liest und einfach nicht aufhören kann. Und wo ich wusste, in den ersten Seiten, kennt ihr das, wenn ihr ein Buch lest und in den ersten Seiten schon wisst, dieses Buch wird gut. Und genauso ging es mir mit Die Lügendiebin. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich das euch irgendwie den Inhalt zusammenkriege, ohne zu spoilern. In dieser Geschichte begleiten wir Fawn. Fawn ist 17 Jahre alt und ist eine Lügendiebin. Ihre Mutter ist vor einiger Zeit gestorben, hat ihr aber vorher beigebracht, wie sie mit ihren Fähigkeiten arbeiten kann. Sie kann von den Lippen von anderen, sie kann von den Lippen anderer Menschen lesen, ob etwas eine Lüge oder eine Wahrheit ist, und kann das einfangen. Und wenn das eingefangen ist, kann man, wenn man eine besondere Fähigkeit hat, die Wahrheit dahinter entdecken. So, eines Tages, weil sie zu den Dieben gehören möchte, bricht sie in das Haus der Falcors ein. Das ist eine sehr einflussreiche und eine reiche Familie in Mentanus. Und ja, um einfach eine Lüge von ihnen zu entdecken, denn das wäre ihre größte Lüge in ihrer Karriere und würde ihren Platz bei den Dieben sichern. Das tut sie dann, doch wird sie leider von dem Sohn der Falcors erwischt. Und um ihr praktisch die Ewigkeit in den Minen zu ersparen, bieten sie ihr an, bei ihnen zu leben, die Verlobte des Sohnes zu spielen und dafür anschließend ihre Freiheit wieder zu bekommen. Natürlich ist das für sie eine gefundene Möglichkeit, ihrer Strafe zu entkommen, und sie stimmt der ganzen Sache zu. Dabei entdeckt sie einige Intrigen und Dinge aus ihrer eigenen Vergangenheit bezüglich ihrer Mutter und natürlich ja, wie die Gesellschaft aufgebaut ist und ob das alles so richtig ist. Das Besondere hier ist auch, dass in Mentanus ein Land bzw. ein Ort ist, eine Stadt, in der die Hierarchie von unterschiedlichen Magiern praktisch aufgeteilt ist. Also sozusagen, es gibt unterschiedliche Magier, die werden nach unterschiedlichen Farben bezeichnet. Also roten Magier, weißen Magier, gelben Magier. Und so gibt es einige, und so werden dann auch die Orte, also die... Der Ort Mentanus ist dann so auch aufgeteilt, und je nachdem, zu welcher Magie man gehört, welche Magie man praktiziert, desto unterschiedlicher ist man der Hierarchie angestellt, also aufgestellt. Und die Roten sind einer, glaube ich, der höchsten. Das kriege ich jetzt nicht mehr ganz so zusammen. Und dieser Ort Mentanus, in dem sie leben, ist von einer Kuppel abgesichert, die von diesen Magiern aufrechterhalten wird, damit die Menschen aus der, also weil da irgendwie in der Vergangenheit es Kriegsverhältnisse zwischen anderen Völkern gab, und deswegen hat sich halt dieser Staat so abgesichert. Ja, und Fawn bekommt dann so ein bisschen über diese ganze Geschichte was raus, über ihre Vergangenheit, die Vergangenheit ihrer Mutter und die Vergangenheit dieser Stadt,
Und ich glaube, im zweiten Band geht es dann natürlich weiter. Es endet super, super spannend. Ich will unbedingt wissen, wie das hier weitergeht. Total, ich bin total auf. Also das Ende hat mich richtig schockiert. Die Liebesgeschichte hier ist sehr subtil. Also sie ist da, aber sie ist nur sehr, sehr, sehr wenig da und auch nicht sehr stark ausgeprägt. Es geht so Richtung Enemies to Lovers. Ich bin sehr gespannt, wie das im zweiten Band weitergespinnt wird und freue mich riesig, die Lügenkönigin zu lesen. Und ja, wirklich ein tolles Buch. Also es war jetzt wirklich schwer, ein bisschen den Inhalt zusammenzukriegen, einfach weil ich Angst hatte, zu viel zu sagen, weil ich das so schnell durchgelesen habe, dass ich überhaupt kein Verhältnis für was ist zu viel, was ist zu wenig gesagt. Aber ich hoffe, dass das so verständlich war, worum es ging. Ich habe halt grob alles angeschnitten, aber was da noch dahinter steckt, ist super, super spannend. Ich kann euch die Reihe wirklich empfehlen und wirklich ans Herz legen. Wenn ihr Jugend-Fantasy-Romane liebt mit ja, einer subtilen Liebesgeschichte, dann ist das genau das Richtige für euch und müsst ihr unbedingt dazu greifen. Das Buch ist in Hardcover für 20 € erschienen. So, das war meine Rezension zu Die Lügendiebin. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, ob ich euch jetzt vielleicht ein bisschen neugierig auf den Roman gemacht habe. Schreibt mir das doch sehr gerne in die Kommentare und ob ihr überhaupt von Saskia Lewis schon was gelesen habt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob sie noch andere reingeschrieben hat. Wenn ja, dann schreibt mir das in die Kommentare. Das wäre nämlich wert, da vielleicht noch mal ein paar andere Bücher von ihr zu lesen, wenn denn schon noch was von ihr erschienen ist. Ich danke euch mal wieder fürs Zuschauen. Hoffe, wir sehen uns ganz bald bei meinem nächsten Video und bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Tschüss!